hatte doch alle geheilt und jetzt... Hat das was damit zu tun, dass ich den einen Kerl getötet habe? So, was ist mit ihr los? Ist sie auch erschöpft? Nee, sie ist eine der wenigen Gesunden. Sprich trotzdem mal mit ihr. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right, and you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Cool, eine Blutprobe hat sie uns gegeben. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal. Haben wir damit die Erfahrungspunkte, die uns noch fehlten? Ja, haben wir. Okay, dann werde ich direkt nochmal pennen gehen oben. In der Hoffnung, dass nicht alle wieder krank werden, während ich mich kurz schlafen lege. Ob das was mit den Tagen zu tun hat, dass die Leute dann hier, dass die jetzt krank geworden sind, nur weil ich geschlafen habe. Oh, guck mal, ich sehe aber auch gar nicht gesund aus. Uiuiui. Wahrscheinlich werde ich immer krasser von der Optik her, je mehr ich hier Erfahrungspunkte investiere, könnte ich mir vorstellen, oder? Mal drauf achten, wie sich das verhält, ob wir optisch uns verändern, je mehr Punkte wir investieren. Hier steht halt auch immer die Folge. Guck mal, die werden wirklich krank. Leck mich am Arsch. Das heißt, immer wenn ich hier... Und sie ist jetzt erkältet, weil ich sie nicht direkt geheilt habe, oder was? Leck mich doch. Jetzt sind die ganzen Leute erkältet, weil ich sie nicht direkt... Okay, das heißt, ich darf im Prinzip nicht schlafen gehen. Weil sich dann die ganzen Leute immer direkt wieder weiter infizieren. Weil dann wirklich der Tag quasi... voranschreitet. Oh Gott. Okay, das heißt, ich muss Erfahrungspunkte sparen und darf dann nur schlafen gehen, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Gut, aber dann wissen wir das auch. Was haben wir denn hier? Odein. Ich meine, die erkälteten Leute sind jetzt nicht so wild. Abgesehen davon, dass es einfach nervig ist. Du bist bestimmt irgendwie krank, oder? Du bist erschöpft, ja. Wusste ich doch. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Steckt wohl jemand an, ein Maruf in den eigenen Reihen? Vermutlich, kann sein. Oder jemand steckt sie an, man weiß es nicht. Ja, erschöpft sind die ja... Ich weiß nicht, ob Erschöpfung... Ob das wirklich eine Krankheit ist, in dem Sinne. Vielleicht sind die auch einfach nur überarbeitet, die Leute, keine Ahnung. Ich spreche einfach nochmal mit allen. Hallo again, Dr. Reed. So, der war doch auch eine Stütze, glaube ich, ne? Sean Hampton kann aber gar nicht krank werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute dann sterben wirklich, wenn ich die jetzt zu lange in der Erschöpfung und ihrer Erkältung, wenn es dabei bleibt, dass die mir dann abnippeln. Kann ich mit ihr jetzt nicht mehr sprechen? Okay, die scheint beleidigt zu sein. Oh, guck mal, wie ich aussehe jetzt. Woher sah ich nicht so aus? My blood and soul. They belong to you now. So, die ist, glaube ich, auch krank gewesen, ne? Good evening, Dr. Reed. Die ist erkältet sogar, oh Gott. Do you need medical help? I'm afraid I've contracted some illness. Ja, hier kommt. Not under my watch, nurse. Thank you. Goodbye, Nurse Hawkins.
Mir fehlt halt noch dieses Mittel gegen Migräne. Ich muss es dringend finden. I'm quite busy. So, der ist auch erschöpft. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. Then you are lucky that I have. I wish this hospital. Thank you for your time. Ich sollte einfach alle aussaugen, glaube ich. Das Einzige, was cool daran ist, ist, dass das jedes Mal Erfahrungspunkte gibt, wenn ich den Leuten Medizin gebe. Oh, der ist gesund. Wow. Dr. Strickland, ich bin sehr stolz auf Sie. Sie wissen als Arzt, dass es wichtig ist, sich gesund zu halten. Good evening, Mr. Fit. Good evening, Dr. Der ist auch erschöpft. Is there anything else? Really? Why is not... Unfortunately. Goodbye for now, Mr. Ich spring die Dialoge mal vor, ne? Das ist ja wirklich. Die erzählen ja da nichts Wichtiges. So, ich glaube, wir haben die meisten jetzt geheilt. Ich gehe jetzt vorne nochmal vor die Forstkrankenhaus. Laufen ja auch noch Leute. Ah, der Busfahrer. Good evening, Mel. Good evening, Doctor. Still. Ist auch erschöpft. Oh. Do you need any medical help? I'm afraid I do. Our job brings. That's easy for you to say, Doctor. Goodbye, Milton. Hippokratischer Eid. Habe ich gerade eine Errungenschaft für bekommen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie 10 Leute geheilt habe oder so. Good evening, Nurse Brannigan. So, du bist auch erschöpft. Na, wusste ich's. Do you require medical? I will be. Nurse, you won't be able to. I'll try, Doctor. Ich finde auch geil, dass die alle meine Hilfe irgendwie nicht haben wollen. Sie geht es ihnen nicht gut, da kann ich ihnen helfen, sind sie krank? Nein, nein, mir geht's gut, sagen die meisten. Die Behinderten. Wollen die ganzen Leute anstecken oder was? So, ich muss noch mit ihr sprechen. So, er erholt sich, der ist gesund, der erholt sich. Ah, den Inder, der leidet auch an Erschöpfung. Okay. Den Kerl hier, den muss ich noch. Wo ist er denn? Du hast irgendwas, was ich noch nicht heilen kann. Da habe ich nicht genug für studiert. Ich kann nur einfache Erkältungen heilen, tut mir leid. Ich bin kein guter Arzt, aber. So, der bekommt hier sein Erkältungszeug jetzt. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. Genau, direkt alle beseitigen. Sehe ich auch so. Alle, die krank sind, beseitigen. Das Risiko ist viel zu hoch, dass sie alles anstecken. Direkt alles töten. Aber die Schwester sieht wirklich aus wie Harry Potter. Das habe ich das erste Mal auch gedacht, als ich sie gesprochen habe. Ich muss jetzt noch mit dem Inder sprechen, der war ja hinterm Haus. Hinterm Krankenhaus. Glaube ich hier raus, ne? Nee. War nicht. War das doch hier? Ist er denn mit seinen Leichen? Der Leichendoktor. Wann kann ich da hoch? Bringt mir zwar nichts, aber... Verdammt. Stimmt, ich kann ihn ja so suchen. Der Kerl, der war irgendwo hinterm Krankenhaus, das weiß ich noch. War ja nur für die Leichen zuständig. Weil er ja auch kein echter Arzt ist. Das ist ja alles selber beigebracht. Wenn ich hier rausgehe, komme ich doch an die eine Stelle hier, wo ich hier schon war. Genau.
komme ich denn da nochmal hin? War nur die eine? Der Typ. Ah ja, mit dieser Beatrice muss ich auch noch sprechen, genau. Die ist auch krank. Nee, ein Raum weiter. Wieso kann ich da nicht mehr rein? Die Frau ist krank. Ich muss der Frau helfen. Die erkältet sich jetzt bestimmt noch schlimmer und hat dann jetzt in ein, zwei Tagen voll die schlimme Krankheit und da kann ich ihr nicht mehr helfen. Super. Das ist cool. Die steckt hier in dem Raum drin. Oder ist ein Unbekannter? Wo ist dieser Doktor, dieser Indische? Der Unbekannte. Wo vor allem? Ach so, das ist hier die Questgeberin. Bei Lady Ashbury ist noch jemand, oder was? Okay, interessant. Sag mal, der Typ, der will mich doch verarschen. Wo war der denn nochmal? Da ist er. Hä? Hier bin ich doch eben gewesen, oder? Nee, bin ich nicht. Oh, ich Idiot. Ich finde ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass ich die Ärzte hier auch behandeln muss, dass die Ärzte sich hier nicht mal selber behandeln können. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most. Don't take too many. And that is a good. Goodbye, Mr. Chidana. Gut, dann habe ich alle geheilt jetzt, bis auf die Frau, die sich eingeschlossen hat in ihrem Zimmer und dort jetzt krepieren muss. Das ist auch geil, ne? Im Krankenhaus krank sein und sich nicht behandeln lassen, beziehungsweise nicht behandelt werden können, weil die Tür abgeschlossen ist. Das ist der Hit. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Vor allen Dingen, dass ich als Arzt nicht zu meinen Patienten komme, weil die Tür abgeschlossen ist. Oh. Saugt sie ja heimlich die Leute aus, wenn ich nicht da bin? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Ja. Ja, sie hat uns verarscht vor allem. Sie hat gesagt, sie hätte nichts damit zu tun. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady. The blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation,
I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Ah, scheiße, ich habe, glaube ich, die falsche Entscheidung getroffen. Ich hätte diese Dorothy Crane, ich hätte ihr sagen sollen, sie soll kündigen im Krankenhaus. Okay, ich führe jetzt dieses Gespräch mit ihr, auch wenn das jetzt an dieser Stelle eigentlich gar keinen Sinn macht. A vampire. Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a branch of the immortal tree. Hm, also sind beispielsweise auch diese Skulls auch Vampire, ja? Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Mm-hmm. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Wer weiß, dass jemand gemacht hat, das jemand unbeabsichtigt gemacht hat. Ich glaube, dass es sehr beabsichtigt war, mich als Vampir zu erschaffen. Irgendwie traue ich ihr nicht. Nein, ich traue ihr auch nicht. Also, das haben wir auch gerade erfahren. Du hast ja wahrscheinlich die ersten Folgen nicht geschaut. Sie hat uns ja auf eine Mission geschickt, ihre Erpresser zu finden, denn sie wurde erpresst. Und die Erpressung war, dass immer wenn sie in der Nähe ist, quasi Leute verschwinden oder Leute sterben. Und sie gesagt hat, nein, nein, das ist alles nur Zufall. Ich bin zwar ein Vampir, das wussten wir ja. Wir wussten, dass sie ein Vampir ist. Aber sie hat immer gesagt, nee, das hat mit ihr nichts zu tun, dass die Leute sterben. Und dass diese Erpressung vollkommen dahergeholt ist. Und wir haben ja jetzt rausgefunden, dass es wirklich so ist, dass sie herkommt und hier die Leute tötet und quasi dieses Krankenhaus benutzt. Sie hat halt gesagt, das ist ein Krankenhaus, da sterben Leute. Und sie hat das quasi so als Vorwand benutzt, ne? Also als Deckmantel quasi. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Mhm, also wie macht man es? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Also von meinem, ja? Also ich muss den Abkommen von meinem Blut trinken lassen, damit er ein Vampir wird, oder wie? Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Mhm.
What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Ich glaube nicht, dass sie die Leute krank macht, aber es gibt auf jeden Fall etwas, was die Leute krank macht, glaube ich. Weil wir haben ja diese Skulls gesehen auch auf den Straßen, diese anderen Vampire, die sich gar nicht beherrschen können. Und es gab Hinweise darauf in Texten, die ich gelesen habe, dass es Leute gibt, die ein paar Tage lang krank waren, also wie von einer Grippe quasi. Und ich glaube auch nicht, dass die gebissen wurden. Und die wurden dann nachher auch zu diesen blutrünstigen Vampiren, die quasi auch nicht mehr sprechen konnten, die nicht mehr menschlich waren, sondern eher wie so ein Zombie im Prinzip. Und ich glaube, dass es hier noch irgendwas anderes gibt, was diese Seuche auslöst. Oder halt eine andere Seuche, die diese blutrünstigen Vampire erschafft. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ansteckend ist. And no one suspected you of the murders. As you well know. Suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Ja, du hast uns auch dein Wort gegeben, dass die Erpressung auch keine Anschuldigung ist. Also, dass es unbegründet ist und jetzt ist es doch begründet. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some. Sieht älter aus als 27. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Mm-hmm. Okay, also die Skulls sind dann trotzdem Abkommen von Vampiren. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Ja, aber wie werden sie erschaffen? Und was sind niedere Vampiren? When I awoke, changed. I was chased and attacked by vampire hunters, prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Ich glaube, dass sie viel weiß und uns nichts sagen will, Jess. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed. And we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play.
I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here. Dieses Geschwafel von ihr, sie hat uns noch keine nicht auf eine meiner Fragen eine richtige Antwort gegeben. Noch nicht auf eine. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the Etwas Böses schleicht um uns herum. Ja, das ist alles und nichts, was du mir sagst. Eigentlich eher nichts. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Kann ich auch ein bisschen an dem Typen saugen? Da ist doch bestimmt noch was drin, oder? Wieso darf ich hier nicht die Totgeweihten aussaugen? Moment mal. Bevor ich, glaube ich, mit der Hauptgeschichte weitermache. Schau ich mir nochmal die Nebenmissionen an. Waren die? Hier, genau. Die haben wir nämlich hier soweit alle abgeschlossen. Außer die fehlende Inhaltsstoffe. Suche nach Thoreau Stricklands Bestellung. So, und die waren nämlich... bisschen komplexer, ein bisschen weiter weg und ein bisschen schwieriger. Und ich glaube aber, wir sind inzwischen stark genug, um diese Mission zu schaffen. Headshot.